Hallo und herzlich willkommen zur 116. Episode von Pathfinder Kingmaker. Wir befinden uns hier im Tempel des Elchs und können hoffentlich rausfinden, was Tristian zugestoßen ist, weil ich glaube immer noch nicht, dass das von ihm ausgeht. Fallen hier sind auf jeden Fall gefährlich. Applaus, please. Eine eingestürzte Decke versperrt diesen Durchgang. Gesichtslose Schwester. Eine schlanke, in einen grauen Umhang gehüllte Gestalt tritt aus den Schatten. Sie funkelt dich durch die Schlitze in dem Schleier, der ihr Gesicht verhüllt, mit sprackgrünen Augen an. Ihr habt diesen Ort gefunden. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ich hatte Angst, euch hier zu treffen. Und doch hoffe ich, ihr würdet kommen. Magieorten. Eine starke magische Aura umgibt die Gestalt der Frau. Der Zauber, der sie verursacht hat, scheint zur Schule der Bandzauber zu gehören. Und sein Erzeuger ist ein viel mächtiger Zauberkundiger als die gesichtslose Schwester selbst. Wir haben uns in einem Grab in Dunkelwach getroffen. Ja, eure Worte haben mich daran erinnert, wer ich einmal war. Sie gaben mir die Hoffnung, egal wie falsch und flüchtig sie auch sein mag, dass ich mich eines Tages befreien kann. Brauche Antworten. Fragt nur, aber eines müsst ihr wissen, jene, der ich diene, hat mich mit einem Zauber belegt. Wenn ich gegen sie spiele, sterbe ich. Es gibt Fragen, deren Antworten mich schneller töten, als ich sprechen kann. Was hat sie Tristian angetan? Er ist wie wir, unser Stiefbruder im Elend. Ihr wisst sicher schon, dass er kein gewöhnlicher Mann ist. Er ist ein Kind höherer Ebenen, Sarin Rees. Deva, der in diesem Fall meiner Schwester geriet und gezwungen wurde, ihr zu dienen. Seine Aufgabe war es, für euren Aufstieg zu sorgen und eurem Fall. Aber sein Wille war stark genug, sich ihren Befehlen zu widersetzen. Ich flehe euch an, ihm seinen Verrat zu vergeben. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr, aber für ihn ist noch nicht alles verloren, noch nichts, siehste? Tristan hat ein gutes Herz. Ich glaube keine Sekunde, dass er uns ernsthaft schaden wollte. Wer seid ihr? Unser Name muss die einzige Wahrheit in unserem Netz aus Lügen sein. Wir sind tatsächlich Schwestern, die Nymphen aus der ersten Welt, mit unserem Blut gebunden an die eine, die unsere Blutbande in Fesseln verwandelte. Wir sind tatsächlich gesichtslos. Als sie ihren Fluch mit uns teilte, nahm sie uns unsere Freiheit, unseren Namen und unsere Schönheit. Wem dient ihr? Einst war sie unsere Schwester, die mächtigste und schönste aller Nymphen der ersten Welt. Dann wurde sie verflucht und verbannt. Warum, weiß ich nicht. Wir folgen ihr in die Verbannung, um sie zu trösten. Doch sie veränderte sich. War sie zu Hause, noch fröhlich, weise und sanft gewesen, wurde sie in diesen Gefilden der Sterblichen plötzlich hochmütig, boshaft und grausam. Ihr seht selbst, was sie uns angetan hat, aber das ist längst nicht die schlimmste ihrer Taten. Das könnt ihr mir glauben. Was ist ihr Fluch? Ich weiß nur, dass sie ihn begierig an andere weitergibt. Ihr Netz aus Flüchen liegt über den Raublanden. Ihr Netz, das so dicht ist, dass mitunter ein einziges unbedachtes Wort ausreichen kann, um seine Energien anzuzapfen. Gibt es einen Weg, euch zu befreien? Das bezweifle ich. Dazu bräuchte ich einen Magier, der stärker ist als sie. Oder einen Kleriker, der seine Gottheit um ein wahres Wunder bitten könnte. Meine Fesseln sind stark. Ich werde erst an dem Tag frei sein, an dem sie selbst befreit wird. Was versucht ihr zu erreichen? Ich kann nur vermuten, was sie vorhat. Und ich bin nicht einmal sicher, ob sie überhaupt einen Plan verfolgt. Möglicherweise ist es einfach nur ein tausende von Jahren währendes Spiel, dessen Regeln meine volle Vorstellungskraft übersteigen. Oder sie will sich einfach nur amüsieren, um sich von ihrem eigenen Schmerz abzulenken. Jahrhundert um Jahrhundert macht sie stets dasselbe. Zuerst sucht sie in ihren Gefilden etwas, das sie ein Reich nennt. Das kann das Dorf eines starken Häuptlings sein, Räuber, die die Straßen heimsuchen, oder eine Höhle voller Trolle und Kobolde. Einfach ein beliebiges Zentrum der Macht in diesen gesetzlosen Landen. Dann verhilft sie diesem neuen Reich zu einer Blüte, nur um es anschließend zu zerstören. Lügen, Gewalt, Magie klingen ihrer neuen Günstlinge. Das ist das Arsenal, das sie benutzt, um Träume, Hoffnungen und die Leben derer zu zerstören, die sie einst genährt und beschützt hat. Ich war also von Anfang an nur eines ihrer Spielzeuge. Ja, ihr habt den Hirschkönig, Tatuk und Hakulka besiegt.
Ihr habt euch um Vorderkeif gekümmert. Nun will sie euch vernichten. Danke. Wartet, bevor ihr geht, möchte ich euch helfen. Der Zauber, an dem ich gebunden bin, wird mein Leben nicht verschonen, aber mein Tod wird meine einzig unabhängige Entscheidung seit langer Zeit sein. Bitte nehmt meinen Segen an. Ich nehme euren Segen an, danke, euer Opfer wird nicht vergessen werden. Die Schwester hebt ihre Hand und beginnt einen Zauber zu wirken. Mit jedem Wort wird ihre Stimme weicher und obwohl ihre Hände zittern, macht sie weiter. Als das letzte Wort des Zaubers gesprochen ist, bricht die Schwester tot zusammen. Feste Hoffnung. Okay. Sollten wir ausnutzen. Boah, Finger des Todes, Falle! Patience. Fabrizio Turinos. Ja gut, okay. Hätte da gleich sein können. Fabrizio Turinos. Just letting the ink dry. Einfach eine Falle im Finger des Todes. I'm sorry. I've broken a nail. Vielleicht kann ich dir auch noch nicht helfen. Can you make an epic pose? I need inspiration. Nette Sachen. Und Schoko war magisch. Eisengolem. Eisengolem. Vor dir steht ein turmhoher, im Laufe der Zeit nachgedunkelter Eisengolem, der einst von unbekannten Meistern geschaffen wurde. Seine riesigen Arme könnten dich in Stücke reißen, doch er bleibt regungslos. Den Golem untersuchen. Mächtige Panzerplatten schützen den Mechanismus, der die riesige Gestalt in Bewegung setzen könnte. Golem mit einer Waffe schlagen. Trainingspuppen voller Kampfspuren. Strike. Warum habe ich das Gefühl, dass der Eisengolem jetzt mich gleich von hinten angreift? Anything else?
Warum sehe ich den nicht? My search was not in vain. Applause, please. Reveal to me the vision granted by the Oculus. Tell me where my heart's desire lies hidden. Die Luft selbst scheint einen wilden Schrei auszustoßen. Es kommt von einer schlanken Gestalt, die auf dem Steinboden kniet. Einer der gesichtslosen Schwestern allerdings unverhüllt. Über der Schwester steht eine Nymphe, deren Silhouette zu verschwimmen scheint. Als stünde sie unter einem langsam fließenden Wasserfall. Die leisen gehauchten Worte der Nymphe durchschneiden die Schreie der Frauen zu ihren Füßen. Werde mein Auge, Gesichtslose, zeige mir die Vision des Oculus, zeige mir, wo die Sehnsucht meines Herzens versteckt ist. I see, speak, defaced one. What do you see? Was sieht sie? So, you're here, my hound. I'm not surprised. Ihr seid also hier, mein Hündchen, du überrascht mich nicht. Erneut kreuzen sich unsere Wege. Vielleicht erzählst du mir ja diesmal, wer du bist. You're trying so hard to glimpse into my soul. Are you not afraid of what you might find? Very well, have it your way, hound. I'll share a little part of my darkness and my pain with you. I'll share with you my name. Ihr bemüht euch so sehr, einen Blick in meine Seele zu werfen? Habt ihr denn keine Angst, was ihr dort finden könntet? Aber gut, wie ihr wollt, mein Hündchen. Ich werde einen kleinen Teil meiner Finsternis und meines Schmerzes mit euch teilen. Ich werde meinen Namen mit euch teilen. I am Nyrissa. Nyrissa. Wonach haben die gesichtslosen Schwestern und numerianischen Barbaren in Dunkelwach gesucht? An ancient power awakened in the mountains. A power capable of revealing that which was taken from me. By my order, the sisters scoured the land for the Oculus. My wolf cub sent his barbarians to help them. But you outpaced all my servants. All but one. Eine alte Macht ist in den Bergen erwacht. Eine Macht, die enthüllen kann, was mir genommen wurde. Auf meinen Befehl hin haben die Schwestern das Land nach dem Auge durchsucht. Mein Wolfswelpe entsandte seine Barbaren, um ihnen zu helfen. Aber ihr habt alle meine Diener überflügelt, alle außer einem. When a seed falls upon fertile ground, it bears fruit for the landowner to harvest. The seed of betrayal grew strong, and I reaped its fruits. Wenn Saat auf fruchtbaren Boden fällt, wird sie Früchte tragen, die der Grundbesitzer ernten kann. Die Saat des Verrats ist aufgegangen und ich habe ihre Früchte geerntet. Dann habt ihr Tristan zu mir geschickt. Oh, and Saren Ray's messenger was a great servant, wasn't he? Deformed by reflection in a thousand mirrors, fallen into shadows, born of his own light, a righteous diva with blood-stained hands. What is it? Do I really see a surprised expression on your face? Can it be you still don't understand? Oh, und Sarinres Bote war ein großartiger Diener, nicht wahr? Entstellt durch die Reflexion in tausend Spiegeln, in Schatten gestürzt, die aus seinem eigenen Licht geboren wurden. Ein rechtschaffener Diva mit Blut an den Händen. Sieh an, sehe ich da etwa Überraschung in eurem Gesicht? Kann es sein, dass ihr noch immer nicht versteht? Tristan was the proud servant of Saren Ray herself. Saren Ray. The personification of kindness and mercy. After I caught him in my nets, I couldn't resist the urge to take his wings, so that he might sing for me and me alone. As he followed you, he spoke with me in his dreams, his true mistress. Now he's done as I asked, I could let him go. But I don't like to share my toys, even if they are broken. Tristan war ein stolzer Diener von Saren Re. Selbst die Personifikation von Güte und Gnade, als er mir ins Netz ging, konnte ich dem Drang nicht widerstehen, ihm seine Flügel zu nehmen.
Schließlich sollte er zukünftig nur noch für mich singen. Als er euch folgte, sprach in seinen Träumen mit mir, seinen wahren Herren. Nun, da er getan hat, was ich von ihm verlangte, könnte ich ihn gehen lassen. Aber ich teile mein Spielzeug nicht gerne, selbst wenn es kaputt ist. Was habt ihr mit den gesichtslosen Schwestern gemacht? One of the eye sockets of this creature was good enough to fit the oculus of Abaddon. The one Tristian stole from under your nose. Sister used its power to reveal my path. That is all you need to know. Einer der Augenhöhlen dieser Kreatur war gut genug, um das Auge von Abaddon aufzunehmen, das Tristian vor euren Augen gestohlen hat. Die Schwester hat ihre Macht genutzt, um mir den Weg zu weisen. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin nicht euer Hund. Passt auf, was ich sage. You dare challenge your mistress. The one who has shown the way to hundreds, thousands of creatures such as you. Filthy beasts who don't even know the face of their queen. Ihr wagt es, eure Herrin herauszufordern? Jene, die hunderten, tausenden von Kreaturen wie euch den Weg gezeigt hat? Armseligen Tieren, die nicht einmal das Gesicht ihrer Königin kennen. You are my faithful hound, and Tristian is my silver-tongued skylark. Both of you serve my will. So how should I call you, if not by your true names? Ihr seid mein treuer Hund und Tristian ist mein redegewandte Lerche. Dient beide meinem Willen. Wie soll ich euch also ansprechen, wenn nicht mit eurem wahren Namen? Das reicht. Ich werde euch hier aufhalten, hier und jetzt. Stop me. A hound cannot best a dragon, nor bar its path. My goal is near. I can already hear its song, leading my heart to my final triumph. Nothing can stop me now. Ihr wollt mich aufhalten? Ein Hund kann einen Drachen weder besiegen noch aufhalten. Mein Ziel ist nah. Ich kann schon sein Leid hören, das mein Herz zu meinem letzten Triumph führen wird. Nichts kann mich jetzt noch aufhalten. Your world is but a shadow of my home plane. I am the first and forever queen of these lands. And this sanctuary is where whispers of the past live. And where I planted the seeds of the future. Here I raised a wolf cub, who eventually became the feared leader of Numeria. I watched him rise to power, butchering any who stood against him. And from this place, I shall hear of his fall, the last howl of a dying animal. Eure Welt ist nur ein Schatten meiner Heimatebene. Ich bin die erste und ewige Königin dieser Gefilde. Und in diesem Heiligtum lebt das Flüstern der Vergangenheit weiter. Hier habe ich die Saat der Zukunft ausgebracht. Hier zog ich einen Wolfswelpen auf, der zum gefürchteten Anführer Numerias werden sollte. Von hier beobachtete ich seinen Aufstieg und sah, wie er jeden Narren tötete, der sich ihm in den Weg stellte. Und an diesem Ort werde ich von seinem Fall hören. Das letzte Heulen eines sterbenden Tiers. Now, a hound comes to replace the wolf cub. Should I crush your skull and watch your life bleed from your body? Perhaps. But wouldn't it be more fun to observe whom you'd chase next? Whatever you choose, you'd be serving me. Like the Skylark. Like the Wolf Cub. Like all who placed their trust in the illusion of freedom. Jetzt kommt ein Hund, um den Wolf zu ersetzen. Sollte ich euch den Schädel einschlagen und zusehen, wie das Leben aus eurem Leib sickert? Vielleicht. Aber wäre es nicht viel lustiger zu erfahren, wenn ihr als nächstes nachjagt, egal wie ihr euch entscheidet. Ihr werdet mir dienen. Wie die Lerche, wie der Wolfswelpe, wie alle, die ihren Glauben auf die Illusion von Freiheit setzen. Ich bin dein leeres Gerede leid, genug davon. You can bark at your mistress however you want, hound. But you can't shed the collar and the leash. Ihr könnt eure Herrin so lange anbellen, wie ihr wollt, mein Hündchen, aber ihr könnt weder Halsband noch Leine abstreifen. Farewell, my faithful hound. Someone will take care of you. Leb wohl, mein treues Hündchen. Irgendjemand wird sich um euch kümmern. Gesichtslose Schwester,
Die gesichtslose Schwester vor dir bewegt sich wie eine kaputte Puppe. Ihre Füße sind unsicher und sie schwankt, als wäre sie an unsichtbaren Fäden befestigt. Ihre Hände baumeln schlaff herab und ihre Kleider sind blutverschmiert. Anstatt eines Auges ruht der Oculus von Abaddon in ihrer Augenhöhle. Das Artefakt schippert in einem unheilvollen roten Licht. My elder sister left. You're late. The Oculus of Abaddon gave me the power to foresee the path to my sister's desire. She is already on her way. Meine ältere Schwester ist weg. Ihr kommt zu spät. Das Auge von Abaddon gab mir die Macht, den Weg zur Sehnsucht meiner Schwester vorherzusehen. Sie ist schon unterwegs. Ich bin wegen Christian hier. Gebt ihn mir, dann gehen wir getrennte Wege. I won't do that. Besides, why would you need someone who lied to you every step of the way, concealing his true goals and his true self? Look at him. Did you know he was once one of my kind, a creature from the outer planes? Now all that remains of the sacred servant of Saren Rae is a husk. Das werde ich nicht tun. Abgesehen davon, was wollt ihr mir mit jemandem, der euch die ganze Zeit belogen und seine wahren Ziele und sein wahres Ich vor euch verborgen hat? Seht ihn euch an. Wusstet ihr, dass er einst ein Mitglied meines Volkes war? Eine Kreatur der äußeren Ebene? Und nun ist von diesem heiligen Diener Saren Rae's nur noch eine leere Höhle geblieben. Why do we want to save him? He is our friend, that's why. Warum wollen wir ihn retten? Weil er unser Freund ist. Ich habe schon andere wie dich getroffen. Sag mir, wo bist du? Na genug, sag mir, wo Narissa ist. She went after what the Oculus of Abaddon revealed to her. She will not return. She has ordered me, the most loyal of all sisters, to remain here and ensure nothing leaves these chambers. Sie ging an den Ort, den der Oculus von Abaddon ihr zeigte. Sie wird nicht zurückkehren. Sie befahl mir, der treuesten aller Schwestern hier auszuharren, um dafür zu sorgen, dass nichts diese Kammern verlässt. You see, these lands were our home long before you appeared. These walls witnessed another mortal who, like you, serves Narissa's goals now. We taught him. We showed him the way. We told him what to believe and whom to serve. Wisst ihr, diese Gefilde waren schon lange vor eurer Zeit unsere Heimat. Diese Mauern haben schon einen anderen Sterblichen gesehen, der inzwischen wie ein Narissa dient. Wir haben ihn alles gelehrt. Wir zeigten ihm den Weg. Wir sagten ihm, was er glauben und wem dienen soll. My elder sister, Narissa. She is the mistress of half-truths, exploiting hopes and weaknesses of others with her words. All it took to control Armagh was some books and legends about his great destiny. All it took to control Tristan was deceiving him into thinking it was Narissa who deprived him of his holy gift. She who cursed him with a mortal body. Meine ältere Schwester Narissa, sie ist die Herrin der Halbwahrheiten und nutzt die Hoffnungen und Schwächen anderer mit ihren Worten. Aus Armagh gefügig zu machen, bedurfte es nur einige Bücher und Legenden über seine große Bestimmung. Tristan ließen wir glauben, Narissa hätte ihn seiner heiligen Gabe beraubt und ihn mit einer sterblichen Körper verflucht. Tristan zuckt zusammen und hebt seinen Kopf, als würde er aus einem Albtraum erwachen. So that was all lies? Lügen, dann waren alles gelogen. Was ist denn du glaubst? And all that took to control you, upstart Baron, was a lure. The promise of your own lands to rule. And you bought it. All of you. Enough. You are a thing of the past, and I must rid this place of you and Tristan. Get ready for oblivion. Und alles, was nötig war, um euch zu kontrollieren, Baron, war ein Köder, die Aussicht auf euer eigenes Land, in dem ihr herrschen könnt. Und ihr habt den Köder geschluckt. Ihr alle. Genug, ihr seid ein Ding der Vergangenheit und ich muss diesen Ort von euch befreien. Und von Tristan, macht euch bereit zu sterben. Sieh dem Tod ins Auge, Kreatur. Do not falter! Dawnflower, grant me strength. Man, hey.
kann ich gut. Jetzt habe ich mir das Ganze anhören müssen von der blöden Kuh. Okay, das ist ein harter Kampf hier. Wir müssen mit dem Buffen, was geht. Not in vain. Applause, please. Ich weiß vorher noch schon, was hier ist. Bevor ich zu denen reingehe. Da geht sogar noch weiter. Das Schlaf sein Siegel tut deutlich. Okay. Herrische Ugrus plus 3. I don't like surprises. Applause, please. Look ahead. Anything else? Okay, das kann ich wahrscheinlich erst aufmachen, nachdem ich mich hier amüsiert habe. Dann werde ich aber wirklich rasten. Auch wenn dann die feste Hoffnung weg ist, oder? Dann probieren wir es mal ohne Rasten. What troubles you? Oh, sorry.
I'm open to your orders. Yes, I'm still here. Be on guard. I wrote it like I saw it. Yes. Okay. Probieren wir es mal so. Blöd ist, dass wir jetzt wieder alles durchsprechen müssen. Okay, wir werden auf jeden Fall diesmal nicht auf sie gehen, sondern auf die ganzen... I speak different. So, you're trying... I... An ain't when a sea. Oh, Tristan was the one of the ice of you. You are my f- stop your world now. A hound comes so fair. My elder sister left an emissary. I won't do. Why do we want to save your breath? This she went, you see, my eldest, and all it took to control you. Does it matter? Let us strike as one. We can do it! Do not falter! Ist viel besser, weil ich irgendwie nicht gestunt bin. Stufe 6. Habe ich hier noch. Oh, voll Zauberraum, Balkon. Nein, nicht ihn. Okay, war gut. Nur leider sind wir dann trotzdem wieder alle gestorben.
Oh, das ist jetzt wieder so ein Kampf, wo es auf die Würfelwürfe ankommt. Ich raste aber jetzt, weil dann kann ich mehr Genesung auch zur Not machen. Weil ich treffe halt nichts ohne Genesung. Just letting the ink dry. Let's finish them quick. What the fuck? Das könnte jetzt wieder was zum Ärgern sein. Warum sind das eigentlich immer so Episoden, wo man ewig lang jetzt braucht für einen Kampf und man sich auch nicht vorbereiten kann drauf? Na bitte, geht doch. So. What troubles you? The Entrals. Abonanus Sentes. Sisonodanium. I wrote it like I saw it. Ready and willing. I'm open to your orders. Unimorti travisi. Warte mal, ich schwöre mir erst nachher. What's the hold up? Just letting the ink dry. So. Mit der Party gehen wir jetzt rein. Da haben wir ein bisschen mehr Genesung. It is done. I seek, speak, deface. You're trying. I am an ancient. When a seed. Oh, Tristian was the proud servant of one of the Isok. You are my stop. You're now a house. Farewell, my. Thank you.
My elder sister left. I won't do that. Why do we want to an emissary? Save your breath. She went, you see, my elder, and all it took to control. I need inspiration. Repent. Serves you right. Consider me provoked. Let us strike as one. We can do it. Do not falter. Seduces others. Power that can disperse the darkness. Evil incarnate must be destroyed. Christian blickt ruht auf dem Oculus von Abaddon, der im Auge des gesichtslosen Schwesters schimmert. Seine Lippen bewegen sich, aber du musst dich konzentrieren, um ihn zu verstehen. Jener, der kein Böses zu sehen vermag, wird das zerschmettern, was andere verführt. Macht die Dunkelheit weichen zu lassen. Inkarnation des Bösen muss vernichtet werden. Ohne dich anzusehen, greift Tristan nach dem Oculus. Zerstöre ihn, Tristan. Tristan senkt die Hand und nimmt den Oculus von Abaddon aus der Augenhöhle der Schwester. Dann tritt er zurück, führt seine Hand zu seinen Augen und streckt mit der anderen Hand das Artefakt dem Himmel und der Sonne jenseits der Mauern entgegen. Merciful Seren Ray Dawnflower. Hear the prayer from your apostate. I am powerless to fix what I've done, but I can prevent others from following the same road. Grant me courage and light my way in the eternal darkness that awaits. Barmherziges Sarenre, Morgenblume, erhöre das Gebet deines Abtrünnigen. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, aber ich kann andere davon bewahren, denselben Straße zu folgen. Gib mir Mut und erhelle meinen Weg in der ewigen Dunkelheit, die mich erwartet. The destruction of the Oculus in exchange for eternal darkness. There's no worse punishment for Seren Ray's servant than to be deprived of her light forever. But it is fitting for all I have done. Die Zerstörung des Oculus im Tausch gegen ewige Dunkelheit. Es gibt keine schlimmere Strafe für Seren Reis Diener, als für alle Zeit ihres Lichts beraubt zu werden, aber sie wird meine Taten gerecht. Let me tell you something, before you decide my fate. Nyrissa is gone. She cannot keep me silent any longer. Alric, lasst mich euch etwas sagen, ehe ihr über mein Schicksal entscheidet. Nyrissa ist weg. Sie kann mich nicht mehr zum Schweigen zwingen. I'm tired of lies and deception. Our meeting wasn't a coincidence. It was Nyrissa who sent me to the Temple of the Elk. She conjured that fog and sent Jod a version of the place. Since then, I've been watching you, waiting for a time to act for Nyrissa. Ich habe die Lügen und Täuschungen satt.
Wir haben uns nicht zufällig getroffen. Es war Narissa, die mich zum Tempel des Els geschickt hat. Sie hat diesen Nebel beschworen und Jod eine Vision des Ortes gesandt. Seitdem habe ich euch beobachtet und auf meine Chance gewartet. Für Narissa. But that's not all. I helped her create and plant the unwilting flower that almost destroyed your barony. As you can see, everything that happened in Vordekai's tomb was but one of my many crimes. That is all. Deal with me however you think best. Aber das ist nicht alles. Ich half ihr, die immer blühende Blume zu erschaffen und zu pflanzen, die eure Baronie beinahe zerstört hätte. Wie ihr seht, Tristan schüttelt den Kopf, wie ihr seht, waren die Ereignisse im Vordekais Grab nur eines meiner vielen Verbrechen. Tristan schweigt einen Augenblick. Das ist alles. Macht mit mir, was ihr für richtig haltet. Diese Kultisten aus dem Königreich der Vereinigten, die mich töten wollten, hast du damit auch etwas zu tun? Partly. Zum Teil. Narissa charmed the first faithful. Promised him and all his followers a paradise in exchange for your head. My job was to lure you to the trap. Zum Teil. Narissa hat den ersten Gläubigen verhext. Sie versprach ihm und all seinen Gefolgsleuten ein Paradies im Tausch gegen euren Kopf. Meine Aufgabe war es, euch in die Falle zu locken. But Narissa ordered me only to lure you to the trap. She never forbade me to protect you. That's why I fought by your side in that battle. Aber Narissa hat mir nur befohlen, euch in die Falle zu locken. Sie hat mir nie verboten, euch zu beschützen. Deshalb kämpfte ich in dieser Schlacht an eurer Seite. Christian, wer bist du? I am a Deva. Once a sacred servant and messenger of Serenrae herself. Once it was my calling to heed mortals' prayers and to deliver them to other servants of the goddess. That was before I fell into a trap set by Narissa. Ich bin ein Deva, ein heiliger Diener, ein Bote von Serenrae selbst. Einst war es meine Bestimmung, die Gebete der Sterblichen zu erhöhen und sie anderen Dienern der Göttin zu überbringen. Doch dann tappte ich in der Falle, die Narissa mir gestellt hatte. She took from me my powers and severed my bond with my goddess. At least, that's what I had thought. Sie nahm mir meine Kräfte und durchtrennte mein Band mit der Göttin. Jedenfalls dachte ich das. Narissa threatened that if I didn't serve her, she'd never return my wings and I'd never speak to Serenrae again. She made me. She. I'm lying to you again. If it wasn't for my cowardice, Narissa would never have broken me to her will. But I was afraid to remain mortal. Narissa drohte, wenn ich ihr nicht diente, würde sie mir meine Flügel niemals wiedergeben und ich könnte nie wieder mit Serenrae sprechen. Sie zwang mich. Sie, ich belüge euch schon wieder, Alric. Wäre ich nicht so feig gewesen, hätte mich Narissa niemals ihrem Willen unterworfen. Aber ich hatte Angst, sterblich zu bleiben. Poor you. It must have been so hard. It's worse than slavery. Ihr Jamster, das muss ja so hart gewesen sein. Schlimmer als Sklaverei. Wer ist Narissa? A nymph. One of the most beautiful of all creatures. Most wicked of all monsters. But who she is, what she wants, I do not know. Eine Nymphe, eine der schönsten Kreaturen der Welt. Das hinterhältigste aller Monster. Aber wer ist sie und was sie will, das weiß ich nicht. I ran across her while traveling through the negative energy plane. A strange wound, like something had pierced time and space. In my pride, confident in my powers, I followed its path to this world. She dealt with me in a heartbeat. Ich traf sie, als ich durch die Ebene der negativen Energie reiste. Eine seltsame Wunde, als hätte etwas Raum und Zeit durchbohrt. In meinem Stolz und mit dem Wissen um meine Fähigkeiten folgte ich dem Weg in diese Welt. Sie machte Kurs zum Prozess mit mir. Before I could flee, she had entrapped me, filling my mind with horrible nightmares. And when I awoke, I was mortal. I had no choice. No choice at all. Ehe ich fliegen konnte, sah sie sich in ihrer Falle. Sie füllte meinen Geist mit schrecklichen Albträumen und als ich erwachte, war ich sterben. Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Erzähl mir von Narissas Suche nach dem Auge. Narissa discovered an ancient power awakening beneath the Tours of Levenese. She knew of Vordekai and she also knew of the Oculus,
What she did not know is the location of his tomb. Riss hat das Erwachen einer alten Macht unter den Hügeln von Levenis gespürt. Sie wusste von Vordagai und auch von dem Auge. Sie wusste nur nicht, wo sich sein Grab befindet. The defaced sisters and the Numerian barbarians serving them were dispatched to search for the tomb's entrance. But you found it first. And you would have acquired the Oculus if it were not for me. Die gesichtslosen Schwestern und den numerianischen Barbaren in ihren Diensten wurden entsandt, um nach dem Zugang zum Grab zu suchen. Aber ihr habt es vor ihnen gefunden und hättet der Orge in ihren Besitz gebracht, wenn ich nicht gewesen wäre. Wozu wollte Riss den Oculus von Abaddon? I don't know. After I failed her. After I failed to destroy you. She became angry with me. The only way to regain her favor was to find the Oculus of Abaddon. And bring it to her. Ich weiß es nicht. Als ich versagte, als ich euch nicht vernichtete, wurde sie wütend. Es gab nur einen einzigen Weg, ihre Gunst zurückzugewinnen. Ich musste den Oculus von Abaddon finden und zu ihr bringen. I don't know why she wants it. Only that she will destroy anything in her path to possess it, including you. I beg you, be careful. She never forgets any who dare challenge her. Ich weiß nicht, warum sie ihn haben will, aber sie vernichtet alles, was zwischen ihr und dem Oculus steht. Euch eingeschlossen. Ich flehe euch an, Aldrich. Seid vorsichtig. Sie vergisst niemanden, der es wagt, sie herauszufordern. Die Schwestern hatten irgendwelche Lügen über ein heiliges Geschenk und einen sterblichen Leib erwähnt. When I awaked from Nerissa's enchantments, I was mortal. No longer a Deva. Nerissa said she'd taken my gift of immortality and severed my bond with my goddess. But, according to what the sister said. Als ich aus Nerissas Zaubern erwachte, war ich sterblich und kein Deva mehr. Nerissa erklärte mir, sie hätte mir meine Unsterblichkeit genommen und mein Band mit meiner Göttin durchdrängt. Aber nach allem, was die Schwester gesagt hat. I don't understand what's true anymore and what is not. Before this, I thought Nerissa stood between me and Serenray. But it seems like. Seems like she was lying. Ich weiß nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Bis jetzt dachte ich, Nerissa würde zwischen mir und Serenray stehen. Aber wie scheint, hat sie gelogen. Was ist das für eine immer blühende Blume, von der du da redest? This was Nerissa's creation. A strange plant with seeds that bring death to the mortals and open gates to the first world. I don't know much else. All I've done was use my knowledge of the planes to root the flower in two worlds simultaneously. Das war ein Nerissas Werk, eine seltsame Pflanze, die Sterblichen den Tod bringt und Tore in die erste Welt öffnet. Sehr viel mehr weiß ich nicht. Ich habe nur mein Wissen um die Ebenen genutzt, um die Pflanze in zwei Welten gleichzeitig einzuwurzeln. What Nerissa did was deplorable. But I am not blameless. Serenray as my witness. I didn't want it to happen as it did. But in my fear of losing her divine light, my resolve crumbled. So I did what I was ordered to do. Was Nerissa getan hat, war schändlich, aber auch ich bin nicht frei von Schuld. Ich wollte das alles nicht, Serenray sei meine Zeugin. Aber aus Furcht, ihr göttliches Licht zu verlieren, schwand meine Entschlossenheit. Also tat ich, was mir befohlen wurde. Ich weiß jetzt, was ich mit dir machen werde. Du glaubst, in Tristans Gesicht einen Anflug von Angst zu sehen, aber er schweigt. Only you can decide, but I'd never be able to trust a traitor. Never. Valerie seufzt. Das kann nur ihr entscheiden. Ich könnte einem Vertreter niemals vertrauen. Niemals. Ich kann dir nicht trauen, werde dir nie mehr vertrauen können. Verlasse mein Land, für immer. I hope you will find a new home in other lands, Tristan. I'm sorry it turned out like this. And now, farewell. Ich hoffe, ihr findet ein neues Zuhause in anderen Gefilden, Tristan. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Und nun lebt wohl. Forgive me. Vergib mir, Aldrich. Eigentlich will ich ihn ja gar nicht weghaben, weil praktisch ist fürs Dorf, aber. Ja, es ist einfach, ich bin nochmal rechtschaffen. Zwischen dem Glas und der feuchten Papierung liegen Blumenknospen, Blüten und Blätter.
Was Magisches. Auf den Regalen stehen ordentlich ausgereihte gefrorene Fläschchen, die darin enthaltenen Flüssigkeiten haben sich längst in einen dunklen Schleim verwandelt. Sie hat gar keine Items bei sich. Also bei ihr. Handschuhe der Elfen. Diese Handschuhe gewähren ihren Trägern eine Kompetenz von plus 5 auf Wissenswürfe, Arcanum und einen Bonus von plus 5 auf Konzentrationswürfen. Was hat sie schon wieder? Eigentlich ist der Handschuh der Elfen besser. Und was ist das? Ein Stück Himmelsmetall. Eigentlich dauert die Episode schon sehr lange, weil jetzt würde ich gerne auch noch hier rauskommen. Schauen wir mal, ob jetzt die Tür da aufgeht. Yes. No stopping now. Okay, aber jetzt wollen wir natürlich. Ah, noch eine verschlossene Tür. Soll man noch schnell prüfen. Kurz speichern zwischendurch auch nicht vergessen. Nicht, dass ich jetzt sterbe durch irgendeine Falle. Denn ich habe doch sehr viele Schäden davongetragen durch diesen Kampf. Aber interessant, dass Tristan eigentlich so eine Art Engel war. Ja, okay. Hätte ich das Schloss knacken müssen, das ist mir nicht gelungen. Gut, dann können wir eigentlich gehen. Schauen wir mal, was Rachterast an negativen Eigenschaften bleibt. Strike with all your might! You strike! Ah.
Boah, das erhält nicht unglaublich, wie uns die niedergemartert hat. Da müssen wir ein paar Mal rasten, bis wir das wieder alles weg haben. Grotus awaits us. Patricium Turino. Oh, Moment, das könnte ich noch probieren. Vielleicht hilft Healer. Leider nicht. After looking through their dwindling supplies, the party had a sinking feeling in their stomachs. We were about to find out whether fasting is truly good for one's health. How's that sound? I'm so happy I no longer pursue art. Patience. Patricium Turino. Patricium Turino. Patricium Turino. Ich muss noch zweimal rasten, bis ich alle durch habe. So, einmal noch. Dann haben wir's. Yes. Dann sind wir wieder alle ohne irgendwelche negativen Eigenschaften. Oh, sorry, was lost in thought. Patricium Turino. Patricium Turino. So, dann können wir eigentlich absprechen für diese Episode, die jetzt doch eine Stunde und fünf Minuten schon gedauert hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pathfinder Kingmaker. Ich bin's, euer Knupson. Bye bye.